Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt zu diesem Video hier auf meinem YouTube-Channel. Heute möchte ich euch ein paar Bücher empfehlen, die ich schon mal gelesen habe und die mir gefallen haben. Los geht's und viel Spaß dabei. Ja, wir fangen mal erstmal mit dem Buch, heißt Herzklopfen, Herzwarten von H. Westhoff, heißt HRSG von Ravensburger, Geschichte vom ersten Verliebtsein. Sieht so aus. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt. Und so sieht auch die Rückseite aus. Ja, auf der Rückseite steht: viele neue Geschichten in einem Band Verwirrung und Neugierde, Verlegenheit und Sehnsucht, Enttäuschung und Glück. Die Bandbreite der Gefühle beim ersten Verliebtsein ist unendlich groß. Und jeder findet es anders. Das zeigt die Geschichte von Achim Bröger, Haie van de Heyden, Rudolf Heffutner, Inge Meyer, Dietrich, Michael Wildenhain und vielen anderen. Ja, es ist ein sehr, sehr schönes Buch. Da stehen interessante Geschichten, wenn man sich zum ersten Mal verliebt. Und ja, ich finde dieses Buch sehr, sehr interessant und ich empfehle euch dieses Buch sehr. So sehen die Seiten aus. So, ich hoffe, dass ihr etwas sehen könnt. Dieses Buch enthält, ich sage euch, wie viele Seiten? 286 Seiten, damit ihr Bescheid weißt. Die Internetseite von Ravensburger werde ich euch unten in der Infobox schreiben. Ja, nächstes Buch, was ich euch empfehlen kann, ist Alchemy von Paulo Coelho. Es ist ein sehr schönes Buch, sieht so aus und so sieht von der Rückseite aus. Ganz auf der Rückseite steht über das Buch und es ist auf Mazedonisch. In dieses Buch geht es um ein Mensch, der sich mit Chemie beschäftigt hat und der halt sein Glück sucht. Er hat viele Schafe und er hat sein eigenes Farm. Und hier in dieses Buch steht, was alles mit Santiago passiert, was er macht und ja. Dieses Buch ist aus dem Bücherei Tri gekauft oder auf Deutsch heißt Drei. Und in Mazedonien hat damals 10, haben die Bücher 10 Jahre gemacht, wo man die liebt. Nächstes Buch, was ich euch empfehlen kann, ist von Isidora Bielica. Heißt Mirisotne oder auf Deutsch das Himmelriechen. Und hier steht ein Spruch auf Mazedonisch: Moite misli nese tvoj misli oder auf Deutsch: meine Gedanken sind
gar kein sind gar nicht deine Gedanken. Sieht so aus. Und so sieht auf die Rückseite aus. Ja, dieses Buch gibt es in Prosvetno Delo in Mazedonien. Da stehen ein paar interessante Sprüche auf Mazedonisch. Wer halt Mazedonisch-Serbisch versteht, dann kann er oder sie diese Sprüche halt verstehen oder halt auf Englisch oder Deutsch übersetzt. Und ich finde dieses Buch richtig schön. Nächstes Buch, was ich euch empfehlen kann, ist von Ostfriesland, Inselwatt und Künst. Und Küstenland sieht so aus. Da gibt es verschiedene, da sind alle Inseln genannt. Und ja, dieses Buch enthält, hat eine Karte drin und enthält insgesamt 166 Seiten. Und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, weil da alle Inseln genannt worden sind. Und dieses Buch von Isidora Bielica enthält, hab's euch vergessen, die Seiten zu sagen, 145 Seiten, damit ihr Bescheid weißt. Nächstes Buch ist von Dorothea Benton Frank, Poslednja prva supruga, njezine knjige jednostavno mirišu na ljeto, USA Today, veliki svjetski hit. Sieht so aus. Es ist ein Buch, der auf Kroatisch geschrieben worden ist. Und hier auch auf die Rückseiten. So sieht's aus. Der ist gekauft aus der Internetseite mosaikniga.hr und kostet 99 Kunam. Ich weiß nicht, wie viel das auf Euro ist, aber ich werde euch die Internetseite von Mosaikniga unten in der Infobox schreiben. Sieht das Buch so aus. Und dann hält. Ich gucke jetzt mal nach. 353 Seiten, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt empfehle ich euch zwei andere Bücher, die Märchen sind. Erstes Märchen heißt Sivjan Strkot. Die sind mazedonische Märchen. Sieht halt so aus. Und so sieht auf die Rückseite aus. Und nächstes Märchen heißt Nepo Bedliviot Junak. Sieht halt so aus. Und so sieht auf die Rückseite aus. Es sind zwei interessante Märchen, die richtig traurige Geschichte habe. Das mit dem Sivjan Strkot ist eine traurige Geschichte und enthält insgesamt 100, sage euch, zu wie viel Seite, ich weiß auch nicht, wie viel insgesamt. 158 Seiten und zweites Märchen enthält 158 Seiten. Finde beide Märchen und beide zwei Bücher sehr, sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, woher die gekauft sind, aber ich lese hier, gibt es eine Bücherei Kicklist oder damals von der Zeichnung Bremen, also auf Deutsch Wetter. Und Brem ist eine mazedonische Zeitung. Jetzt sage ich euch noch
vier Bücher. Und ja, nächstes Buch ist aus der Serie Pretty Little Liars. Und ja, und das ist der Roman von Sarah Shepard. Sieht so aus. Ich habe das erste Buch. Nikola Schneewerowena, Svatka, Devojka, Strašna tajna. Glaube nie an dem Mädel, die zu viele Geheimnisse versteckt. Und ja, insgesamt sind vier Bücher. Ich habe nur das erste Buch hier mit Selena Gomez. Und da sind noch drei weitere Bücher. Hier stehen die Internetseiten. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt. Und dieses Buch ist von Desperados. Ich habe in Mazedonien halt im Prosvetno Deo gekauft und werde dann die Internetseite von Desperados und Prosvetno Deo als auch diese andere Internetseite, die hier stehen, unten in der Infobox schreiben. Und dieses Buch enthält insgesamt 291 Seiten, damit ihr Bescheid wisst. Jetzt zeige ich euch ein Buch, was ich in Thalia gekauft habe und habe auch in der 9. Klasse gelesen. Heißt Aber Steine reden nicht von Carlos. Und das ist ein Roman. So sieht auf die Rückseite aus. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt. Aber 8,95 € bezahlt. Und hier steht Kindheit im Nationalsozialismus 1938, zieht der 10-jährige jüdische Junge David Rosen mit seiner Mutter Hanna in die Stiege, eine arme Leutestraße in der westfälischen Stadt Hagen. Christen und Juden, Sozialdemokraten und Kommunisten, Nazis und Mitläufer leben hier in engster Nachbarschaft miteinander. Alle haben mit denselben Problemen zu kämpfen. Mit der steigenden Arbeitslosigkeit und der Geldknappheit. Hanna und ihr Sohn werden schnell in der neuen Umgebung aufgenommen, aber der Druck der Nazis wird von Tag zu Tag stärker. Immer mehr werden die beiden isoliert und schließlich verfolgt und so weiter und so weiter. Empfehlungsliste Gustav Heinemann, Friedenspreis und andere Auszeichnungen. Ja, die Internetseite von DTV werde ich euch unten in der Infobox schreiben, als auch die Internetseite von Thalia. Und dieses Buch hat viele Worterklärungen und enthält 268 Seiten. Jetzt zeige ich mein das letzte Buch, was ich zu Hause habe, ist natürlich die Bibel. Sieht halt so aus. Und so sieht auch die Rückseite aus. Hier sind viele Sabai. Hier sind ein paar Bilder mit Sabai und so. Und dieses Buch ist aufgeteilt auf Altes und Neues Testament. Altes Testament. Ich weiß auch nicht, wie viele Seiten hier das Alte Testament. Sage euch jetzt mal Bescheid. Muss das herausfinden. Das finde ich ein bisschen doof jetzt. Ja, die Bücher des Alten Testaments, da sind insgesamt 992 Seiten und die Bücher des Neuen Testaments, da sind insgesamt 1289 Seiten.
Da gibt es der dritte Anhang mit Wörter, mit Worterklärungen, Münzen, Gewichte, Masse, abweichende Verzählung, Tabellen zu alttestamentischer Geschichte und Tabelle zu neutestamentischen Geschichten. Ich habe gestern das erste Buch Mose gelesen aus dem Alten Testament. Und bald fange ich an mit dem zweiten Buch von Mose. Es sind insgesamt fünf Bücher von Mose und dann kommen Joshua, Richter, Ruf, Samuel, Könige, Chroniker und so weiter und so weiter. Ich habe diese Bibel von meiner Freundin zum Geschenk bekommen. Und als letztes Buch, jetzt habe ich hier nicht zu Hause, empfehle ich euch von Sophie Scholl. Ich weiß nicht, wie das Buch heißt, aber ich finde das Buch sehr, sehr, sehr schön. Und da geht es auch um die Geschichte von Deutschland, so wie bei den Abersteine reden nicht. Und ja, sie hat einen Bruder und Mutter und Vater. Sie lebt mit denen zusammen in der Nähe von München, glaube ich, aber bin ich halt nicht so sicher. Und da kommen richtig viele interessante Geschichten, was alles damals in Deutschland passiert ist, wie die Geschichte von Deutschland ausgesehen hat und was ist am Ende mit Sophie Scholl passiert. Ja, das waren die Bücher, was ich euch empfehlen konnte. Ich hoffe, dass ich euch eine Inspiration für die Sommerzeit bzw. für die Sommerferien, als auch wenn ihr Langeweile zu Hause habt, gegeben habe. Und ich hoffe, dass euch diese Bücher von mir gefallen haben. Und ja, ansonsten danke ich fürs Zusehen. Nicht vergessen, einen Daumen oben zu geben, mich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Etwas in die Kommentare schreibe, wie was wollt ihr als nächstes wieder von mir sehen oder was halt eure Wünsche sind und wie es euch dieses Video gefallen hat. Ansonsten ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wie immer mit einem neuen Video wieder. Erwartet ihr von mir eine interessante Überraschung ab nächste Woche Dienstag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.